Russland hat die Ukraine erneut mit Dutzenden Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen binnen weniger Stunden angegriffen. Derweil trifft sich die ukrainische Regierung im Schweizer Skiort Davos mit Regierungsvertretern aus rund 80 Ländern. Im Mittelpunkt steht Selenskys sogenannte Friedensformel für die Zukunft der Ukraine. Das Land will damit verhindern, dass es zu Zugeständnissen an Russland gedrängt wird. Selenskys 10-Punkte-Plan sieht unter anderem den Abzug aller russischen Truppen, Strafen für russische Kriegsverbrecher, Reparationen und Sicherheitsgarantien vor. Wir wollen darüber sprechen. Bei mir im Studio ist der Sicherheitsexperte Nico Lange. Herr Lange, ich grüße Sie. Morgen. Ja, im schweizerischen Davos, also die Sicherheitsberater, die sich jetzt mit Präsident Selenskyj treffen, um einen Friedensplan zu erörtern. Steigt da möglicherweise der Druck auf die Ukraine, im Osten doch Gebiete abzutreten, weil der Krieg aus westlicher Sicht einfach nicht zu gewinnen ist? Die Möglichkeit, die Ukraine gibt Gebiet ab und dann gibt es Frieden, die gibt es leider gar nicht. Das ist ein Mysterium, dass das immer wieder behauptet wird, aber diese Möglichkeit ist nicht da. Russland will weiter angreifen, Russland will weiter Krieg führen. Mindestens mal, bis klar ist, wer Präsident in den Vereinigten Staaten wird. Dass jetzt aber 80 Staaten beteiligt sind an dieser Friedensinitiative, die ja schon seit einiger Zeit immer wieder Gespräche hervorgebracht hat von Präsident Selenskyj, halte ich für ein gutes Zeichen. Und das gibt natürlich einer Friedenslösung, die im Kern ja zur Aussage hat, die russischen Truppen müssen das Gebiet der Ukraine verlassen und dann muss ein gerechter, dauerhafter Frieden hergestellt werden. Das gibt ja Legitimität, wenn jetzt 80 Staaten sich an solchen Gesprächen beteiligen. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.